Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077 und ja, dem wohl letzten Step im der Erweiterung Phantom Liberty, nicht Phantom Protokoll. Ich will immer Phantom Protokoll sagen. So. Na dann, werde ich wohl einfach warten müssen. Da ist er. Wusste nicht, ob du kommst. Klar, setz dich, Vi. Wir müssen reden. Ich warte da schon seit... Wo ist denn? Unser erstes Treffen war hier. Sind wir deshalb hier, um auf Wiedersehen zu sagen? Das werden wir noch sehen. Abschiede können sehr unterschiedlich aussehen. Was hast du vor? Ich will ganz ehrlich sein, Vi. Du hast im Dienst der FIA versagt. Du hast mich, Alex und Myers enttäuscht. Vielleicht sogar dich selbst. Wow. Na, du bist ja gut drauf heute, hm? Reed, ich... Trotzdem sitzen wir hier und gucken ein Spiel an. Und weißt du warum? Weil du wieder meine Hilfe brauchst? Oh, bitte. Die FIA-Datenbank hat dich für künftige Missionen gesperrt. Wenn Myers Leute je wieder bei dir anklopfen, solltest du rennen oder schießen. Worum geht's dann? Du hattest recht. Weiß Wollte ich dir persönlich sagen. Du hattest recht, Vi. Du musst schon ein bisschen genauer werden. Womit hatte ich recht? Vi, ich habe deinetwegen fast alles verloren. Scheiße. Meinetwegen. Sei still und hör zu. Freunde, Partner, das Vertrauen meiner Vorgesetzten. Alles, woran ich geglaubt habe. Auf einen Schlag weg. Nur weil ich dachte, dass du Somi retten würdest. Reed, ich hab Somi gerettet. Du warst aus einem anderen Grund wütend. Ist es vielleicht immer noch. Du hast die Kontrolle verloren. Hast nicht für sie entscheiden können. Aber weißt du was? Aus meiner Sicht war das besser so. Deshalb meinte ich ja, dass du recht hast. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Aber vielleicht könnte ich jetzt was gewinnen. Alles wegen dir. Oder dank dir. Weiß nicht, was eher zutrifft. Myers muss außer sich sein. Wenn sie es ist, versteckt sie es hinter einem harten Lächeln. Sie hat eine Verbindung zu den wichtigsten Leuten in Night City. Hansen ist tot und in Dogtown bricht die Hölle los. Den Kongress hat sie schon überzeugt, dass das Chaos in Night City gezielt, kontrolliert und ein perfekter Erfolg war. Man wird ihr ein zweites Purple Heart verleihen, das sie in einer pathetischen Rede annehmen wird, in der sie daran erinnert, dass Kennedy nur eins hatte. Kriegt jeder, der im Einsatz verwundet wurde. Und deshalb hasse ich Politik. Und Somi? Weißt du etwas? Gab's eine Beerdigung? Offiziell ist Somi schon seit Jahren tot. Es gibt einen Grabstein mit ihrem Namen in Calvary, New York. Wir waren sogar mal dort. Song, Alex und ich. Haben Blumen aufs Grab gelegt. Whisky drüber gegossen. Keine Geisterbeschwörung nötig, da der Geist mit uns da war. Tut mir leid, Reed. Naja, die FIA-Agentin Songbird wird jedenfalls nicht begraben werden.
In Groom Lake gibt es eine Einrichtung, wo alles aus ihr extrahiert wird. Naja, kann ihr jetzt egal sein. Oh, Myers hat nur so getan, als sei ihr Song wichtig. Das war sie. Myers kümmert sich auf ihre Art. Anders kann sie nicht. Und? Was machst du jetzt? Irgendwelche Pläne? Washington ruft. Für eine Zurechtweisung durch Ihre Majestät. Bevor ich einen Schreibtisch in Langley verbannt werde. Dann kann ich auf Whiteboard schreiben. Präsentationen durchklicken. Rekruten Schwachsinn erzählen. Und ähnliche Demütigungen. Die haben mir schon den Nachtflug von NC nach DC gebucht. Und? Nimmst du den? Gute Frage. Sollte ich? Langley? Klingt nach einer neuen Strafe. 7 Jahre als Schläferagent reichen dir nicht? Und du willst dir das weitergefallen lassen? So ist der Job eben. Undankbar. Egal, was man macht. Du suchst nur weiter Ausreden für die. Für die? Vielleicht. Aber nicht mehr für mich. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht, was ich tun werde. Aber das ist okay. Hab vergessen, wie sich das anfühlt. Hat mir gefehlt. Danke. Kein Ding. Gib mir nächstes Mal einen Brosef aus. Es wird kein nächstes Mal geben. Das weißt du. Pass auf dich auf, Vi. Ich bleib noch etwas hier. Tja. War mir eine Ehre, mein Freund. Aber ich musste dich davon abhalten, Dummheiten zu begehen. Cool, oder? Ich habe erst gedacht, der will mich umbringen. Ashley. Wer ist Ashley? Hey, mein Name ist Ashley, wir kennen uns nicht. Wenn alles gut läuft, müssen wir uns auch nie begegnen. Ich musste ein wenig im Netz rumwühlen, um dich zu finden. Mann, hast du echt den Karren in den Dreck gefahren, und das hätte ich verhindern müssen. Ein Systemeinbruch bei Charon Exotics, Autodiebstahl. Du hast mir einen Riesenhaufen Scheiße in den Vorgarten geworfen. Aber ich will keinen Ärger machen. Wir lösen einfach das Problem und dann kannst du den geilen Schlitten behalten, den du geklaut hast. Was meinst du? Welchen geilen Schlitten? Ich bin Netrunner und arbeite freiberuflich für Charon Exotics. Und du hast dich durch meinen Code geboxt, als ich an einem Nebenjob gearbeitet und nicht aufgepasst habe. Und was soll das hier werden? Ein Erpressungsversuch, ein Angebot, eine nette Warnung, dass jemand hinter mir her ist? Definitiv ein Angebot, 1000%. Scheiß auf Charon Exotics und ihr Auto. Dieses Chaos lässt sich leichter beseitigen, wenn der Wagen nie wieder aufkreuzt. Wenn du mir nicht hilfst, bin ich meinen Job los. Wäre doch für uns beide gut, wenn wir uns einigen könnten, oder? Okay, jetzt hören wir weiter. Die Kurzversion. Du löscht die Datenbanken des Wagens. Ich wink dich durch und er gehört ganz dir. Ich verschaffe dir Zugang zum Auto und du löschst alles. Die Fahrzeugnummer, die Software von Charon Exotics, jegliche Verbindung zwischen Auto und Konzern muss weg. Sauberer geht's gar nicht. Wenn du die Fahrzeugnummer in der Garage löscht, markiert das System das als Registrierungsfehler. Dann öffnet es das Tor, weil du eigentlich rausfahren, zurückkommen und es nochmal versuchen sollst. Nur machst du das nicht. Systemfehler und schon bist du zur Tür raus. Fahrzeugnummer gelöscht, abracadabra, und du hast dich in Luft aufgelöst. Das Auto existiert offiziell nicht mehr. Okay, da wäre ich ja echt blöd, wenn ich Nein sage. Ich bin blöd, ne? Ist wieder eine Falle, ne? Total Nova, ich schick dir die Koordinaten für den Aufzug am Stadioneingang. Wenn du da bist, mache ich ihn für dich auf. Meld mich, wenn du vor Ort bist. Okay. Oh, interessant. Alles klar. Hau mal rein. Wo ist das?
700 Meter, das ist ganz in der Nähe. Ziemlich unruhig, die Karre. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich da eingebrochen bin. Hat das was damit zu tun, wo wir hier die beiden Zwillinge da verarscht haben? Wo wir den Code geklaut haben? Ich weiß nicht, ob das... Charon Exotics. Klingt so als... wäre das was Anzügliches? Das habe ich erst in der Aufnahme gesehen, ne? Wir haben uns hier durchgekämpft, durch den ganzen... Aha, da. Meine Fresse, bewegst du dich immer in Zeitlupe? Je schneller, desto besser, okay? Oder läuft dein Hirn auch nur in Zeitlupe? Nova, ich mach dir jetzt auf. Ich sehe dich über die Kameras, also krieg nicht gleich Panik oder sowas. Du musst zu der Steuertafel, mit der das Tor zum inneren Teil der Garage geöffnet wird. Und lass dich nicht erwischen, bitte. Ich guck dir in Echtzeit... Scheiße, Moment, meine Pizza ist da. Was, ist jetzt ein Witz? Nö, anscheinend nicht. Ah doch, da kommt was. Okay, bin wieder da. Mach das auf jeden Fall still und leise, okay? Wir wollen hier ein Problem lösen, nicht für ein neues sorgen. Also behalte deine Nachrichten im Auge und ich schick dir Tipps. Und vergiss nicht, wenn du erst einmal drin bist, gibt's kein Zurück mehr. Ich schalte dann den Aufzug aus, damit keine unangenehmen Überraschungen vorbeischneiden. Alles klar? Hust. Jetzt, ja, nein, vielleicht. Wenn du bloß nix, sehe ich dich. Jo, Langfinger, hallo. Geduld ist eine Tugend. Antwort auf Ashleys Nachricht. Still und heimlich. Ob ich das hinkriege? Ich weiß nicht. Okay, du musst ganz heimlich durchkriechen. Wie eine Schlange. Darf die Kamera mich sehen oder nicht? Bringt wieder gar nichts, wetten wir? Es bringt gar nichts. Tut mir leid, Ashley. Ich unheimlich, weißt du, das sind so Sachen.
Was ist das? Von der Seite! Flanke! Ey! Ach so. Komische Gesichter da, ne? Still und heimlich, leise, still und heimlich. Ja. Jetzt sagt die mir. In Position und haltet die Hand. Sorry, Bro. Ja, komm noch mal hier rüber, du. Ja, da habe ich auch gedacht. War knapp. Und das war gerade Kiroshi, ne? Das war nicht hier mein Sande Vista. Das war Kiroshi. Leck mich! Er hat einen Quickscope gemacht. Die dumme Sau. Für dich brauche ich zweites Herz. Das ist ein Irrer. Ja, ich. Tut mir unheimlich. Ich hab's leise probiert. Er hat's leise probiert. Ach, war ja klar. Ach Gott. Die lassen mich doch nie wieder rein nach der Zone eigentlich, oder?
guter Tag. Was zum Spielen, du Fotze? Junge. Oh, du bremst immer noch. Ist blöd, ne? Ach, die Karre. Du musst ganz heimlich durchkriechen, wie eine Schlange. Die haben dich gesehen, Schub. Entweder willst du mir Ärger machen oder du bist einfach nur völlig unfähig. Nova, du hast die Sache fast erledigt. Ja, fast. Handfeuerwaffen. Der war gut. Habt ihr gesehen, wie viel Munition ich für das lecker Ding hier gekriegt hab. Was haben wir denn sonst noch hier? Nix. Gut. Ja, dann, Geiler Wagen. Oh ja? Oh ja. Gefällt dir, Johnny? Okay, jetzt. Und das Steuer Link dich. Benutze deinen Direct Link. Okay. Können wir dann los? Weiß ich nicht. Entspann dich. Das wusste ich, dass mir das Probleme machen wird. Scharfschütze wieder. Oh, die Karre steht da. Jungs, bitte. So einer Mission hatte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Und Johnny sitzt da einfach, ganz gut chill. Ich muss das sehen. So. Na. Aber ich gehe fast drauf. Das ist schon tricky.
wird das Ziel noch. Bewegt eure faulen Ärsche, na los! Ich werd gejagt. Jetzt bin ich mal gespannt. Da stand bis zu 4 Sterne. Kann man wegmachen. So. Ich bin ein ganz normaler Dude. Ich stehe nur an dem Ding. Ich habe zwar diese einzigartige Wumme. Bin ich ja mal gespannt. Habe ich die Karre jetzt? Ist das jetzt meine? Die ist ja gerade explodiert. Ist schon lecker, ne? Wie viel Autos die hier reingeballert haben, ne? Wird repariert. Dauert. Was ist das? 4 Stunden, 14 Minuten? So lange? Da. Den haben wir von Dings, den habe ich selber gekauft. Na gut. Tarax 388 Jefferson. Avenger. Der sieht richtig geil aus, ne? Der Avenger. Komm. Fahren wir mit Avenger. Ah, der sieht schon lecker, ne? Wie Eleanor. Eleanor. So, jetzt probiere ich es nochmal hier mit Black Steel in the Hour of Chaos. Weil es könnte sein, dass nachdem wir die Quest mit Reed nochmal fertig gemacht haben, dass sich dann der Bug gelöst hat. Irgendwas habe ich da gesehen. Ich kann es aber nicht versprechen. Das Ding ist unberechenbar. Das ist einfach ein Problem. Wenn ich zu stark aufs Gas trete, bricht mir das Heck weg.
aber ein geiles Teil. Ups. Echt gemein, dass sie so ein schönes Auto hier reinfuttern und es dann komplett unfahrbar machen. Boah. Der will immer querfahren. Falsch gefahren, ne? Oder? Na dann. Hast du das? Jetzt habe ich kurz gedacht, die ganze Chose schmiert ab. Tut mir leid, Eleanor, aber du bist einfach ein Monster. Unfahrbar. Weißt du, wenn du so viel Power hast, dann brauchst du auch die richtigen Reifen. Ich weiß nicht, was die da draufgepackt haben. Joko, meine Fresse. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser... Nee, aber... Was hast du... Die Wahrheit. Ihre... Nein. Ange... Die Ärmste. Das ist, echt scheiße von dir. Leck mich doch. Ashley. Ich wollte still und ungesehen. Stattdessen habe ich mehr verfickte Probleme mit dem Scheiß. Kann ich mich jetzt stundenlang rumschlagen. Wenn du dummes Stück Scheiße so auf Aufmerksamkeit stehst, kannst du noch mehr haben. Ich habe Hansons Leute in der Nähe einen netten Ping mit deinem Standort geschickt. Viel Spaß, du Fickfresse. Fehler, ungültige Nummer. Ja, da war sie wohl ein bisschen erbost. Tja. Was willst du da auch machen? Ne? Was willst du da auch machen? Gut. Ich kenne die Troller überhaupt nicht. Aber noch nicht mal Mr. Hans hat's hingekriegt, dass ich mich ruhig verhalte. Na, verdammt, da ist ja immer noch dieses scheiß Apartment. Da will ich nicht. Wo ist denn hier unser... Das ist das, ne? Na, komm. Gucken wir, ob der... Der Dude da ist. Also du kannst ihn nicht kontrollieren.
klar, wohl. Aber so läuft das wohl hier mit der Quest, ne? Die Besten sind die Raxia. Aber wehen die Fund auf ihn. Werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloide? Jetzt sag ich euch. Keine Reptiloiden, sondern Werwölfe. Bei Sonnenuntergang werfen sie ihre Kleider von sich. Und tanzen nackt bis zur animalischen Ekstase. Finde ich gut. Wo muss ich sie sich in scharfzähnige Bestien verwandelt haben, beginnt ihre Jagd auf Menschenfleisch. Sie legen in der Finsternis dutzende Meilen zurück in wilde Rast, wie Pfeile in der Nacht. Ich kenne Nomaden und die haben wirklich was Uriges an sich. Aber diese Kannibalenscheiße geht echt zu weit. Leugne die Wahrheit, wie du willst. Doch was wirst du tun, wenn dich das Rudel jagt? Und der Grund für den monströsen Schrecken? Vor Jahren stürzte ein Schiff von Alpha Centauri in den Badlands ab. Der Legende nach befand sich darin eine Substanz, nach der die Arasaka-Vampir-Elite her war. Sie hätte Saburus Feinde in Werwölfe verwandelt, gebunden an seinen Wielen. Aber der Absturz durchkreuzte Dein seinen Problem Plan. Mit normalen Freak? Halt lieber deine Scheißfresse, bevor ich dir noch einen Grab schaufel. Brech mir nur die Knochen, doch die Wahrheit könnt ihr nicht verhindern. Hallo Leute, wie läuft's bei den alten Kaldos? Sieh einer an, wie? Alles gut, Panam krempelt gerade alles um. Sag mal, kennst du diesen Flachwichser? Ein wenig. Ist total harmlos. Redet Zeug, das Politiker wie himmlische Boten der Wahrheit aussehen lässt. Wusstet ihr, dass Hanako Arasaka ein Vampir ist? Echt jetzt? Und ich war total beleidigt. Das muss ich Saul erzählen. Oder weißt du was? Ich fress wen auf und verschwinde dann wie ein Pfeil in der Nacht. Die Ohren steif wie. Kein Ding. Haut rein, Jungs. Das ist schon knapp. Bei Tag sind sie nicht ganz so gefährlich, aber das hätte böse enden können. Ich danke für deine Besorgnis. Ohne den Spott wäre mir allerdings lieber gewesen. Kein Problem. Ich meine, wer wird mir sagen, die Marslandung war ein Fake, wenn die dir die Zähne ausschlagen? Du glaubst meinem Worte nicht? Du meinst, ich weiß nicht, wenn man mich verspottet oder als falschen Propheten abstempelt? Ich könnte mir keine verrücktere Verschwörungstheorie ausdenken. Vampire von Alpha Centauri? Ha, ernsthaft jetzt? Hättest du gehört, was ich hörte, wüsstest du, die Welt ist nicht so simpel, wie sie scheint. Aber was kann ich tun? Niemand hört auf Cassandra, bis es zu spät ist. Weißt du, hättest du echte Beweise für deinen großen kosmischen Plot? Hab ich heute Nacht ein Treffen bei einer alten Fabrik in Kabuki. Ein wichtiges Tauschgeschäft. Beobachte sie. Hol dir das Artefakt von Alpha Centauri. Du wirst sehen, ich hatte von Anfang an recht. Moment mal. Woher weißt du überhaupt von diesem Treffen? Ihre Radiowellen schwingen im Gleichklang mit meinem Hirn. Seit meinem Unfall höre ich ihre Übertragungen. Unfall, hm? Du weißt schon, dass das nicht gerade Vertrauen weckt, oder? Du verstehst es nicht. Ich habe ihren Co-Prozessor im Kopf. Ich weiß nicht, wie mein Ripper-Doktor rangekommen ist. Aber dank ihm kann ich ihre Pläne und Gespräche hören. Wenn du mir hilfst, können wir die Erde gemeinsam retten. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Danke für den Tipp. Greif nicht zu voreilig ein oder zu spät, dann ist alles verloren. Das Schicksal der Menschheit liegt in deinen Händen. Enttäusche uns nicht. Enttäusche mich nicht. Kein Druck, versteh schon. The Prophet's Song. Begib dich zur alten Fabrik. Aha. Aha.
Ja! Okay. Aber wisst ihr was? Ist alles irgendwie komisch. Alter, warum stehst du hier doof rum? Ja, ist alles irgendwie komisch heute in der Folge. Eigentlich wollten wir ja... ja, hier die Hauptquest weitermachen. Sprich, ich bin davon ausgegangen, dass es nur... 30% der täglich nötigen Vitamindosis. Ja, eine kurze... Unterhaltung noch mit Reed gibt. Die gab's ja dann auch. Ich weiß auch nicht, ne? Hier die Quest hier mit der komischen Cassandra. War das so eine ominöse Belohnung? Ne? Als Agent sind wir auf Lebenszeit gesperrt. Das kann ich mir überhaupt gar nicht erklären, weil wir haben uns doch in jeder Situation absolut still und heimlich verhalten. Journey. Eine ballern. Panem hat mir Piroggen wieder da gelassen. Ist das süß, die Kleine. Ach Gott. So. Da oben und da sollte jetzt was auftauchen. Wo ist das? Wo ist das Lager? Da ist das Lager. Irgendwo. Lager. So, und zwar hier R. Mon Labre. Ja, der gehört da leider hin. Und ja, die können wir auch wegpacken, obwohl die super war, ne? Die war ja so super. So, die Herkules, die packen wir auch weg. Die fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. So, und dann haben wir Blue Fang. So. Da oben ist Blue Fang, also... So, da ist wie gesagt Itemherstellung. Weiß nicht, vielleicht haben wir sie gefunden. Pulsar, ne. Dian. Shingen, weiß ich ja nicht. Ist. Ne. Naja, also da an die Stelle, da gehört eine MP hin, die heißt Bass oder so. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich den Bauplan finde, während wir die NCPD-Aufträge da machen. Aber anscheinend nö. So, und jetzt habe ich natürlich gerade auch schon wieder Hoffnung, dass wir uns die Trophäe noch schnappen können. Weil, dann gucke ich nochmal nach, wo man Bass finden kann. Was hier mit der Ecke ist. Ja doch, kann sein, dass das von dem Schießstand ist. Ne? Wo wir die Quest hatten mit dem Schießstand, wo wir auch die Wummer am Anfang herbekommen haben. Na, so, und das wäre dann wahrscheinlich die Belohnung gewesen für den Schießstand. Ja, und aus irgendeinem Grund kann ich den nicht beim Schwarzmarkthändler kaufen. Ich kann sie auch nicht jetzt hier bei dem Typen kaufen. Ne, die ist weg. Ne? Ja, und hier, das ist die Wumme von Jackie Wells. Die ist auch für den Arsch. Die ist auch irgendwie weg. Kann ich mich hier anlehnen, aus dem Fenster gucken oder irgendwie was? Nicht wirklich. Na gut, so. Dann
bedanke ich mich fürs Zusehen. Es gab heute leider doch keine Hauptquest mehr. Allerdings haben wir eine neue Quest aufgetan, ne? Also den Prophet-Song. Deswegen, das hat sich auch auf einmal ganz, ganz komisch entwickelt. Also, dass auf einmal die alte Kaldos da aufgetaucht sind, hat mich irritiert. Ne? Aber anscheinend muss man es so machen, damit dann hier The Prophet-Song triggert. Die haben wir jetzt, deswegen, da werden wir uns morgen zuerst hinbegeben zu der Quest. Anschließend hoffe ich, dass ich weiß, wo ich hier Bass herbekomme. Oder Bass, schlag mich tot, keine Ahnung, wie die Wumme heißt. Ja. Und dann geht's hoffentlich dann weiter hier mit Hauptquest. Ne? Wobei hoffentlich ist so halb gesagt. Ne? Nocturne OP55N1. Ich würde gerne nochmal hier mit Dings, aber die hat keine Zeit. Panem hat keine Zeit für mich. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.